Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Ja, moin. Was machen wir heute? Um dem Titel des Videos gerecht zu werden, möchte ich die Existenz Gottes in 10 Sekunden beweisen, Ah, cool. Und womit? anhand einer Aussage eines islamischen Gelehrten namens Ibn Uthaymin. Und was hat er so gesagt? Der größte Beweis für die Existenz Gottes ist seine Antwort auf die Frage des Fragenden. Wie läuft das jetzt genau? Das bedeutet, dass er antwortet, wenn du ihn fragst. Nach seinem Lieblingsessen oder wonach genau? Wenn du fragst, oh Gott, wenn du wirklich da bist, dann zeig mir ein klares Zeichen und zeig mir den richtigen Weg. Zeig mir den Weg, mit dem du zufrieden bist. Okay, und wenn ich das frage und nichts passiert? Und ich garantiere dir, wenn du mit dieser Absicht fragst, nicht einfach nur die Worte daherplapperst, er wird dir hundertprozentig den wahren Weg zeigen. Ja, wegen der Garantie. Kriege ich da mein Gebet zurück? 50 € oder wie regelst du das? Ich habe diesen Satz schon einmal im Internet erwähnt. Stehen da die Garantiebedingungen? Und dann gibt es manche Schlaumeier, die dann schreiben, ja, wenn es Gott gibt, dann soll er mir die 6 am Lotto zeigen und dann glaube ich auch. Ja, das nennt sich empirische Beweise, weil Lottozahlen sind nun mal etwas, was man in der Realität nachprüfen kann. Und diese Argumentation zeigt schon, dass man überhaupt nicht die Wahrheit wissen möchte, ganz klar. Nein, diese Argumentation zeigt zum Ersten, dass man gerne Geld hätte und zeigt zum Zweiten, dass man gerne etwas Nachprüfbares haben würde. Denn man stellt praktisch etwas Unmögliches zur Argumentation, obwohl Gott natürlich zu allem die Macht hat, wovon wir ganz felsenfest überzeugt sind. Bist du mit Werner verwandt über ein paar Ecken? Und Gott, also es wäre für Gott ein leichtes, die Sechser im Lotto in den Himmel zu schreiben, ja? Also das ist ganz klar. Also du sagst, Gott kann das, will es aber nicht machen, weil. Und man muss eine Sache verstehen. Gott hat uns erschaffen. Die These deines Videos ist, dass du Gott beweisen kannst. Und damit dieser Beweis gilt, muss man verstehen, dass Gott uns erschaffen hat. Merkst du, wie da ein Knick in der Logik ist? Wenn jemand schon glaubt, dass Gott ihn erschaffen hat, muss er Gott nicht mehr auch bewiesen bekommen. Hat uns auf diese Erde gebracht. Er hat uns unser Augenlicht gegeben. Er hat uns unser Langweilig, das überspringen wir. Eltern gegeben. Gott hätte auch die Macht, uns einfach so auf die Erde zu schicken, ohne Eltern. Also du sagst, Gott hätte die Macht, ein eindeutiges Wunder zu vollbringen, macht es aber nicht, weil. Aber er hat uns Eltern gegeben, die uns großziehen, die uns Liebe schenken, die uns versorgen. Eine Barmherzigkeit nach der anderen. Du Vollidiot! Laut deiner Aussage ist Gott allmächtig. Gott könnte einen Menschen aus dem Nichts rauspuffen und diesen Menschen mit Happiness zuballern, bis er nicht mehr geradeaus laufen kann, weil sein Grinsen so breit ist. Laut deiner Logik ist eine Familie vollkommen unnötig, wenn Gott einen persönlich mit Liebe zuballern könnte. Und wir stellen ihn in Frage und wir denken, dass er uns braucht. Und das zeigt sich in dieser Argumentation. Es geht hier nicht darum, wer wen braucht, du Waschlappen. Der Titel deines Videos ist Ich beweise euch Gott in 10 Sekunden. Wenn man Gott nicht anzweifelt, braucht man keinen Beweis. Man zweifelt automatisch an Gott, wenn man nach Beweisen sucht. Müssen verstehen, dass derjenige, der uns erschaffen hat und all diese ganzen Gaben gibt, uns nicht braucht. Also bevor wir fragen können, ob Gott existiert, müssen wir verstehen, dass Gott uns erschaffen hat und existiert und verstehst du überhaupt, was du hier redest? Er braucht uns in keinster Weise. Er will einfach nur, dass wir ihn anbeten, weil es ihn geil macht. Wenn wir unser ganzes Leben beten würden, unser ganzes Geld spenden würden, dann würde es sein Königreich nicht um ein Goldstück oder um ein Haar, um ein Stäubchen vergrößern. Wieso hat er die Menschen dann erschaffen? Er ist allmächtig, er ist der Besitzer jedes Schatzes und er ist der Besitzer von einem unendlichen Königreich. Und wir müssen verstehen, dass er uns nicht braucht. Warum hat er dann die Menschen erschaffen? Ernsthaft, das ist keine Arschlochfrage. Denkt mal drüber nach. Allah hat alles, was er will. Er kann sich Diener erschaffen, Schätze erschaffen, erschaffen, was auch immer er möchte. Aber er erschafft sich einen Planeten in einem Universum und auf diesen Planeten packt er haarlose Affen, die ihn anbeten sollen.
Und wenn sie ihn nicht anbeten, wirft er sie in die Hölle. Wenn Allah uns nicht braucht und uns gar nicht erst hätte erschaffen müssen, warum dann die Erde? Wenn Allah einfach nur jemanden zum Schnacken haben möchte, warum erschafft er dann nicht andere, fast perfekte Wesen oder so perfekt wie Menschen eben sein können und steckt sie direkt ins Paradies, um mit denen zu reden? Warum erschafft er die Menschen nicht automatisch mit dem Wissen im Kopf, dass er der einzig wahre Gott ist? Warum erschafft er Zeug, das ihr nicht benutzen dürft? Wenn er der allmächtige Gott ist und von vornherein weiß, ich will nicht, dass Leute Schweinefleisch essen und Alkohol trinken, warum erschafft er dann Schweinefleisch und Alkohol? Deswegen, diese Argumentation ist wirklich lächerlich. Derjenige, der all das erschaffen hat, der hat es nicht nötig, uns die Sechser im Lotto zu zeigen. Also er hat es nicht nötig, mir die Sechser im Lotto zu zeigen, hat es aber nötig, Fragen zu beantworten. Er sagt uns ganz klar, ich bin da, er hat uns Propheten geschickt, er hat uns Bücher geschickt und er hat uns gesagt, das und das ist richtig und das ist falsch. Also die Propheten und Bücher deines Gottes sind absolute, eindeutige Beweise, aber die Propheten, Gottkönige und Heiliger Schriften anderer Götter sind keine Beweise, weil... Und wenn das alles so eindeutig belegt ist, warum lässt sich Allah dann dazu herab, irgendwas zu beantworten in Richtung Gott zeigt mir den Weg? Jetzt ist es jedem selber überlassen, danach zu handeln und danach zu suchen. Jedoch sollte man sich immer eine Sache vor Augen halten. Was reinkommt, muss auch wieder raus. Und zwar, dass man dieses Leben verlassen wird. Jeder von uns wird diese Erde nach kurz oder lang verlassen. Lass es 50 Jahre sein, lass es sogar 100 Jahre sein. Du wirst dieses Leben verlassen. Und deswegen rate ich jedem, auch wenn er 100 Jahre lebt, sich wenigstens ein paar Stunden seines Lebens, nur einen kleinen Teil seines Lebens, sich wirklich hinzusetzen und nachzudenken. Okay, Denken ist meine Spezialität. Über was soll ich nachdenken? Gibt es vielleicht doch ein Jenseits? Sicher, gut möglich, warum nicht? Was wir behaupten, dass es ein Jenseits gibt und dass wir alle vor Gott stehen werden. Und deswegen sollte man sich überlegen, ob man nicht doch in das Jenseits investiert. Ach so, du meintest mit gibt es ein Jenseits, gibt es deine spezielle Vorstellung von Jenseits? Entschuldigung, das habe ich falsch verstanden. Ja sicher, warum nicht? Denn diese paar Jahre, die einem manchmal lang vorkommen, die kommen einem am Ende seines Lebens wirklich kurz vor. Mein 85-jähriger Großonkel hat kurz vor seinem Tod gesagt, wo sind die Jahre geblieben? Das sind 85 Jahre also, das ist nicht gerade eine Woche. Aber selbst diese 85 Jahre kamen ihm so furchtbar kurz vor. Ja, die Wahrnehmung der Zeit ist relativ, das hast du fein erkannt. Ich rate jedem, ins Jenseits zu investieren, denn dies, das Jenseits, ist das Meer. Und diese paar Jährchen, die wir hier sind, sind die Tropfen aus dem Meer. Und deswegen komme ich zurück zu dem Satz, den dieser wunderbare Gelehrte gesagt hat. Ach ja, da war ja mein Gelehrter, bevor du mit Pascals Wette und so weiter angefangen hast. Was hat er noch gleich gesagt? Frag Gott wirklich nach der Wahrheit. Sag, oh Gott, wenn du da bist, gib mir ein Zeichen, zeig mir den wahren Weg und ich verspreche dir, dann werde ich ihn auch befolgen. Denn das ist das Wichtige. Ah, faszinierend. Kleine Frage. Warum hast du dann ein Video zu einem komplett anderen Thema gemacht? Ernsthaft, alles was du gelabert hast ist, Gott ist so mächtig, der braucht uns überhaupt nicht. Du darfst nichts empirisch Beweisbares von Gott als Zeichen haben wollen tun. Und Hölle, Hölle, Hölle. Weißt du, warum Leute sowas wie einen Lottogewinn haben wollen? Nicht einfach nur, weil sie geldgierig sind, nein. Ich persönlich würde ja so ein Zeichen haben wie, Gott, wenn du wirklich echt bist und Macht über diese Welt hast, dann heil doch bitte die Amputierten. Am besten alle. Das wäre ein eindeutiges Zeichen für jeden, dass du wirklich echt bist. Aber nein, du verlangst einfach nur ein Zeichen. Was alles sein kann, von einem Porno-Pop-Up über einen Traum bis hin zu einem verrückten Straßenprediger, der sagt, dass die UFOs kommen. Wenn du nach keinem besonderen Zeichen suchst, wirst du alles als Zeichen hinnehmen, was dir gefällt. Das ist das Problem hier. Wie gesagt, Gott braucht uns nicht, aber wir brauchen ihn. Und er weiß, was in deinem Herz ist. Und wenn du wirklich auf der Suche nach der Wahrheit bist, dann milliardenprozentig wirst du ein eindeutiges Zeichen erhalten. Das verspreche ich dir.
Übersetzung. Wenn du ein Moslem bist, der einfach nur seinen Glauben bestätigt haben will und aktiv nach Zeichen Ausschau hältst, wirst du garantiert irgendwas finden, was vage als Zeichen gedeutet werden könnte. Wenn du jemand bist, der skeptisch oder kritisch an die Sache rangehst und irgendwelche speziellen Zeichen haben möchtest, wird das nicht passieren, weil du ja nicht rein herzens bist oder wie auch immer ich jetzt ausdrücken kann, dass das nur funktioniert, wenn du eh schon dran glaubst. Und ich wünsche mir wirklich für jeden Menschen in Deutschland, auf der ganzen Welt, dass er diese Zeichen bekommt. Denn Gott ist da und er hat die Macht, dir diese Zeichen zu geben. Probier es aus und werd ein glücklicher Mensch. Glaub es oder nicht, ich bin ein glücklicher Mensch. Und glaub es oder nicht, ich habe das Ganze ausprobiert. Sogar mehrfach. Mit sehr interessanten Ergebnissen. Als ich zu Thor und Zeus gebetet habe, unabhängig voneinander, gab es in beiden Fällen innerhalb einer Woche ein Gewitter. Als ich zu Ra gebetet habe, war bei den 3 Tagen danach ein besonders schöner Sonnenaufgang dabei. Als ich zu Dionysos gebetet habe, war am übernächsten Tag bei mir gegenüber eine Party. Und als ich zu Mammon gebetet habe, habe ich am nächsten Tag ein 5-Cent-Stück gefunden. Du siehst, wie, wenn man keine speziellen Zeichen haben möchte und nur irgendetwas als Zeichen haben will, alles ein Zeichen sein kann. Wenn du keine spezifischen Zeichen möchtest, kannst du somit alles beweisen. Von Göttern über Ahnengeister bis hin zum fliegenden Spaghetti-Monster.